So, da wären wir wieder. Und hier sieht man gerade, dass unser Steinmetz einen Käfig hochschleppt auf das Animal Stockpile, also wo die Tiere eigentlich gelagert werden sollen. Denn Käfige gehören zu den Tieren. Also zu der Kategorie Tiere, weil die Tiere darin eingelagert werden. So arbeitet das Spiel halt einfach. So, ach ja, zu letzter Folge. Ich habe mir das nochmal angehört und die Geschichte mit dem Müll, da habe ich mich doch ein wenig verhaspelt. Also es ist zwar eigentlich richtig, was ich gesagt habe, aber es war unglücklich ausgedrückt. Also nochmal ruhig, tief durchatmen. Wenn wir irgendetwas haben, was vergammeln könnte, also Nervengewebe, Fleisch, Leichen und so weiter, und wir lassen das drin, dann produziert es Miasma. Es vergammelt nicht direkt. Also es ist nicht so, dass es sich irgendwann auflöst und weg ist. Das bleibt tierisch lange da und stinkt die ganze Zeit alles voll. Wenn wir es aber raustragen lassen, dann vergammelt es endgültig und produziert kein Miasma, weil Frischluft da ist. Das war eigentlich alles, was ich in der einen Minute vorhin sagen wollte und mich dann dreimal wiederholt oder so. Aber das werdet ihr auch noch früh genug sehen. Das ist sehr viel Micromanagement, vor allem wenn später die Belagerungen anfangen und man denn 3 Dutzend Goblins in das Fort stürmen hat, die dann an allen Ecken und Enden sterben und irgendwelche Körperteile an den Wänden zurücklassen. Dann muss man die alle schön schnell aufsammeln, bevor hier alles zugestänkert wird. Aber gut, bevor wir jetzt das Spiel weiterlaufen lassen, will ich kurz gucken, ob wir noch irgendwas zu tun haben. Hier oben sind die Farmen, die müssen noch zu Ende gebaut werden. Hier wird der Animal Stockpile gemacht. Hier oben könnten wir schon mal unsere Destillen bauen. Obwohl, ich lasse die, glaube ich, erstmal hier das zu Ende ausbauen. Damit wir da ein schönes Muster reinbekommen mit den Workshops. Hier unten sollte. Also hier war die Nahrungsmittelproduktion, hier war die Weiterproduktion und hier war das Lager. Gut, dann kann ich hier oben schon mal das Essenslager machen. P, F. Hier ganz oben, bis hier und sagen wir mal bis da runter. Dann bleibt zwar nur so viel Platz für unseren Essenssaal, aber die Zwerge brauchen nicht so viel Platz. Die brauchen auch nicht jeden einzelnen Stuhl und jeden einzelnen Tisch. Obwohl, dann sind sie glücklicher. Okay. Dann mache ich doch nur bis zur Hälfte. Zap. Hier müsste die Hälfte sein. Also ich mache das ja immer so, ich gehe irgendwo hin, drücke dann Shift und einmal nach oben, dann macht er so einen Zehnersatz. Nochmal nach oben ist da wieder einer. Das heißt, wenn ich jetzt hier so mache, dann müsste das genau die Hälfte hier sein und die beiden Seiten sind gleich groß. Also das hier und das hier. So, und in das untere Kästchen, das mache ich jetzt mit X wieder weg. Da kommt dann unser Essenssaal rein. Also in das ganze untere Dingens hier. So, aber das ist nicht nur irgendwas zu essen, was hier hin soll, sondern wir drücken wieder S für Optionen. Wir drücken B, um alles zu verbieten, und drücken nur U. Das U hier unten, das ist nämlich präpariertes Essen. Das heißt, hier oben wird kein Fleisch abgelagert und keine Pflanzen und keine anderen Sachen, sondern nur wirklich Sachen, die schon gekocht wurden. Zwerge essen zwar auch sehr viele rohe Sachen, wie zum Beispiel Fleisch oder die Pilze, aber das will ich nicht. Ich will, dass sie nur gekochtes Essen essen, denn das macht glücklicher. Und glückliche Zwerge sind wichtig. Richtig. Also kommt hier jetzt nur gekochtes Essen rein. Das heißt, der Stockpile wird eine ganze Weile leer sein, denn unsere Köche sind noch nicht so schnell. Aber wir planen das alles schon mal für die Zukunft. So, wie schaut's hier aus? Alle sind am Arbeiten. Wir haben keinen, der eitel ist. So muss das sein. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Da ist noch nichts frei. Das können wir auch schon mal vorbereiten. So. So. Und hier kommen dann unsere Steinmetze und unsere Tischler hin. Also momentan haben wir ja nur einen jeweils. Aber das kommt noch. Oh, hier kam gerade eine Nachricht. Das Pferd wurde geschlachtet. Gucken wir mal kurz mit T in unseren Butcher-Shop. Und da sieht man die ganzen Kuhsachen, aber jetzt auch noch ein paar Pferdeaugen, Pferdefett, Pferdelungen und alles andere vom Pferd auch noch. Und hier daneben steht schon TSK. Das heißt, für diesen Gegenstand besteht schon eine Aufgabe, dass er abtransportiert werden soll. Das ist gut.
So, und wir haben jetzt nur zwei Tiere geschlachtet. Und das ist so vollgestopft worden hier. Ihr seht auch schon hier diese kleinen grauen Flecken, die sich bewegen. Ich kann mal kurz gucken, ob man das angucken kann. Drücken K. Ja, und das ist ein Schwarm von Fliegen. Und Fliegen mögen Zwerge auch nicht. Das heißt, weil ihr das hier alles vollgestänkert wird durch das Fleisch und die Gedärme und Lungen und was weiß ich, werden Fliegen angezogen und alle Zwerge, die jetzt durch diese Fliegenschwärme durchlaufen, kriegen negative Gedanken. Das ist nicht gut. Oh, was hat der Zwerg da? Der hat einen Pfeil nach unten, aber das ist weiß. Den gucke ich mir doch mal an. Wir drücken V, gehen auf den Zwerg, drücken auf G. Das ist Wayne of Games. Seine Aufgabe ist gerade zu buddeln. Drücken wir mal auf Z, das ist sein Zustand. Und drücken jetzt Enter für Gedanken und Vorlieben. Das haben wir ganz am Anfang in der zweiten Folge schon mal gehabt. Hier sieht man halt seine Attribute, seine negativen Sachen und so weiter. Aber auch, wie er sich gerade fühlt. Also, Wayne of Game war relativ zufrieden in letzter Zeit. Er hat auf dem Boden geschlafen. Das ist nicht gut. Aber wir haben halt noch keine Betten aufgestellt. Er hat sich beschwert über den Mangel von Stühlen. Wir haben noch keine Stühle aufgestellt. Er war gezwungen, mit jemand Nervigen zu reden. Ja, jetzt ist nur die Frage, wer in unserer Siebener-Truppe ist nervig? Das könnte man auch mal versuchen rauszufinden. Und war zufrieden mit der Arbeit. Das ist doch schon mal gut. Und ich habe gerade rausgefunden, Wayne of Games ist ein weiblicher Charakter. Aber so ernst nehmen wir das hier ja nicht. Also, Escape, Escape. Soweit alles gut. Ich dachte, der weiße Pfeil bedeutet irgendwas Neues, was ich noch nicht kenne. Denn diese Version von Dwarf Fortress kenne ich noch gar nicht. Besser gesagt, die letzten 14 Versionen. Das geht da ja relativ schnell, wenn denn mal wieder eine stabile Version draußen war. So, ganz, ganz viele Fliegen sehe ich. Aber ich sehe auch ganz, ganz viel Fleisch und hier die Knochen. Die können wir später schön weiterverarbeiten. Es gibt extra einen Beruf, das ist jemand, der aus Knochen Kunstwerke herstellt. Ein Bone Carver, genau. Ein Knochenschnitzer. So, drück mal ganz kurz T. Guck über den Butcher und es sind immer noch jede Menge Sachen da, aber fast alle haben jetzt so ein blaues TSK hinten dran. Oh, und es ist nur noch eine Seite mit Zeug. Vorher konnte ich hier richtig die Seiten runterscrollen. Das heißt, hier ist alles gut soweit. Gucken wir mal nach oben. Hier ist unsere Vorratskammer für das fertige Essen. Da will ich doch mal reingucken. K. Und wir haben ein Mahagoni-Fass und mit Enter gucken wir rein. Und da ist nichts drin. Ja, dies ist ein Mahagoni-Fass. Na gut, dann hat das wohl irgendein Zwerg dahingestellt, dass für den Fall, dass wir dann irgendwann mal ordentliches Essen haben, schon mal ein Fass da ist. Ist ja auch nicht schlecht. Apropos Fässer. Wir sehen hier unten in unserem Stockpile, dass wir nur zwei Fässer haben, die leer sind. Weil sobald die Fässer voll sind, werden sie in den entsprechenden Stockpile gepackt. Also wenn sie voll sind mit Fleisch, kommen sie hier hin. Wenn sie voll sind mit Trinken, woanders hin und so weiter. Das heißt, hier dieser Riesen-Stockpile, den wir hatten, wo fast alles reinkommt, hat auch den Unterbereich Furniture, also Möbel. Und dazu gehören die Fässer halt dazu. Und zwei Fässer sind mir viel zu wenig. Also A für New Task, V für Barrel. AV, 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 AV. Dann macht er jetzt nochmal fünf Fässer. Und Pause weg. So, draußen sieht man jetzt auch unseren anderen Müllhaufen. Und da sind jetzt die ganzen Sachen, die verrotten dürfen. Drücke ich mal ganz kurz K. Haare, Nervengewebe, Nervengewebe, Haare. Kartilage bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das sind Muskeln. Ne, das wären Muscles. Aber bestimmt irgendwas Ekliges. So, Escape. Und ich sehe gerade, unsere Farmer sind immer noch am rumarbeiten. Aber was ist das da? Das sieht aus wie ein Fisch. Drück mal K. Und ein Lungenfisch. Die Vorstufe des Lebens auf der Erde. Auch nicht schlecht. Der krabbelt einfach hier gerade so rum. Ist wohl hier aus dem See gekommen.
Ja, also das Spiel ist sehr detailgetreu. Es gibt tierisch viele Tiere. Es gibt zwischendurch auch immer Events auf der Homepage von denen, wo man dann eigene Tiere vorschlagen kann, die noch hinzugefügt werden. Und die sind dann auch dem Biom entsprechend. Also wenn wir jetzt ein Fort aufgebaut hätten in der Arktis, dann hätte man da auch Schneebären und Pinguine und was weiß ich finden können. Das ist sehr cool gemacht. Ich liebe Realismus bei solchen Simulationsspielen. So, wie schaut's oben aus? Wir haben keine Eidler. Wir können die Zwerge einfach schön rumlaufen lassen. Was ich aber gerne hätte, wäre hier unten langsam ein wenig mehr Platz. Denn wir brauchen unbedingt ein Steinmetz. Denn wir brauchen Tische, wir brauchen Stühle. Vor allem brauchen wir einen Tisch und einen Stuhl, nämlich für mich. Also für meinen Charakter Gerugon. Denn der muss langsam mit der Buchführung anfangen. Denn momentan haben wir keine Übersicht darüber, wie viel Essen wir haben, wie viel Trinken wir haben. Und ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Ich pausiere mal ganz kurz, drücke mal Z und drücke wieder auf Kitchen, um zu gucken, was wir jetzt alles zum Verarbeiten haben. Wie ihr sehen könnt, ist es tierisch viel mehr geworden, denn so gut wie alles, was wir von den geschlachteten Tieren bekommen haben, können wir zum Kochen benutzen. Ja, auch Pferdeaugen. Pferdeaugen werden zum Kochen benutzt. So, was haben wir noch? Wir haben hier unten irgendetwas, was man kochen und brauen kann. Sowas mag ich doch gar nicht. Denn alles, was man brauen kann, sollten wir jetzt auch brauen. Wir haben Prickleberries. Da drücke ich jetzt mal C, um das Kochen wegzubekommen. Und hier wurde sogar schon gezählt. Wir haben 7 Prickleberries, wir haben 2 Erdbeeren. Das heißt, wir könnten jetzt 9-mal Alkohol herstellen. Okay, Escape, Escape. Dann will ich doch auch bitte 9-mal Alkohol herstellen. Ich drücke wieder Q, drücke A, drücke B und drücke R. Und guck, ob jetzt eine Nachricht kommt, dass wir keine Sachen zum Distillen haben. Aber es kommt keine. Das ist sehr gut. Dann halte ich doch mal ein Auge offen, ob irgendjemand dahin geht. Namentlich ein gewisser Liberty Denied. Aber der ist bestimmt beschäftigt oben mit der Farm oder draußen mit den anderen Kräutern. Nee, der ist hier. Warum arbeitet ihr nicht? Drücke ich doch mal V. Was macht ihr beiden? Also Ephorn macht gerade eine Pause. Der ist on break. Und er auch. Na super. Aber ja, Pausen machen Zwerge auch. Zwerge machen sogar auch Partys. Das kann recht nervig sein später, gerade wenn man mit der Belagerung ist oder so. Auch wenn es inzwischen, glaube ich, gefixt wurde. Aber früher, wenn eine Party war, dann musste man schon recht üble Methoden anwenden, um die Zwerge dazu zu bringen, auch in den Krieg zu ziehen. Sonst hätten die gnadenlos ihre Party weitergemacht. Aber ja, also Zwerge schlafen, Zwerge machen Pausen, Zwerge haben Sex, Zwerge haben Kinder, Zwerge schlafen viel zu lange, Zwerge machen alles Mögliche, was Menschen auch machen. Was teilweise recht nervig ist, weil man ja alles kontrollieren möchte. Aber das kann man nicht. Jedenfalls nur ansatzweise. So, könntet ihr bitte aufhören mit eurer Pause? Wir hätten gerne Alkohol. Ganz viel Alkohol. Nö, die scheinen alle gerade Pause zu machen. Außer die armen Miner. Wer war der Miner? Ah ja, Tammy, das ewige Arbeitstier. Und Wayne of Games. Die sind beide schön am Placken. Und wir haben hier überall Steine rumliegen. Das ist sehr gut. Dann müssen wir jetzt nicht unser Holz immer verbraten, wenn wir Workshops bauen wollen. Ich guck mal ganz kurz, was für ein Stein das ist. Das ist Jet. Okay. Oh, und hier unten haben wir noch eine andere Steinsorte. Die heißt Chert und die ist orange. Ich will keine Steinmöbel haben, die orange sind. Also pausiere ich mal kurz, drücke auf Z, gebe den Pfeiltasten auf Stocks, drücke Enter und scroll hier mal durch. Also hier sind alle Items aufgelistet, die wir haben. Und die man haben kann. Deswegen sind viele auch bei uns noch leer. Und ich suche jetzt Steine. Ganz normale Steine. Da haben wir 40 Stück. Okay, jetzt gehe ich hier auf Steine. Und hier sind jetzt alle Steine aufgelistet, die wir benutzen können oder auch nicht. Da ist zum Beispiel Marmor bei. Das mache ich auf Rot, damit es nicht benutzt wird, denn Marmor wird benutzt für Stahlproduktion. Was ich aber jetzt nicht sehe ist, wenn man jetzt Tab drückt, wird man durch die verschiedenen Steinarten durchgeklickt.
Also das, was hier jetzt alles rot sind, das sind Steine, die auch andere Funktionen haben. Die werden schon mal prinzipiell nicht benutzt. Wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, kommen ganz gewöhnliche Steine. Das sind sehr, sehr viele verschiedene. Aber wir wissen ja, welche wir haben. Wir haben Chert und wir haben Jet. So, da ich aber keine orangenen Gebäude und keine orangenen Möbel haben möchte, drücke ich jetzt bei Chert, Enter. Und Chert ist jetzt rot. Das heißt, Chert wird niemals für irgendetwas benutzt werden. Escape, Escape. Das Ding hieß doch Chert, oder? Ja, gut. Resume. So, jetzt kann ich auch, ohne mir Sorgen zu machen, nachher den Steinmetz bauen und dem Aufgaben verteilen. Weil hätten wir das jetzt nicht gemacht und hätten ihm gesagt, bau bitte jetzt 10 Steinthrone. Es gibt hier keine Stühle, es gibt nur Throne. Ist Mehrzahl von Thron Throne? Tröne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir jetzt 10 davon in Auftrag gegeben hätten, dann wären davon meinetwegen 8 schwarz geworden und 2 wären orange gewesen. Und das sieht doch albern aus. Aber na gut, ich bin da vielleicht etwas zu pingelig. Aber so bin ich halt und das müsst ihr mit angucken. So, hier dauert das noch eine ganze Weile, weil das ist richtiger Stein. Obwohl die schon recht fleißig dabei sind und auch recht schnell. Denn je höher der Skill ist, desto schneller buddeln die sich. So, was haben wir hier oben? 3 Zwerge haben nichts zu tun. Hier oben ist immer noch nicht frei, hier auch nicht. Ah, aber hier oben unsere Farm. Sind auch noch nicht fertig. Oh doch, das hier unten ist fertig. Dann gucken wir doch erstmal ganz kurz, was hier für ein Stockpile war. Das war ein Stockpile für Caveweed. Das heißt, diese Farm muss auch Caveweed produzieren. Das heißt, wir drücken wieder A für Frühling. Da sieht man, Caveweed wird hier gar nicht aufgeführt. Der wächst mir nicht im Frühling. Drücken wir auf B, Caveweed, Enter, drücken C für Herbst, Caveweed, D für Winter und im Winter gibt es auch kein Caveweed. Das heißt, Caveweed wächst nur Sommer und Herbst. Deswegen ist es so wichtig, dass man auf jeden Fall die Samen für den Plump Helmet Spawn mitnimmt, weil der wächst in jeder Jahreszeit. So, Pause weg, denn wir müssen Zeit totschlagen, bis die Zwerge mit ihrer ganzen Arbeit endlich mal fertig sind. So, draußen vergammelt das Zeug schön auf dem Müllhaufen und hier oben sind die Pflanzen fast alle abgebaut. Oh, wer kommt da? Das sind noch die Wildschweine, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ja, das sind immer noch die Wildschweine. Die müssen nicht immer auf der Karte bleiben. Also teilweise verschwinden die Tiere auch und andere kommen rein. Das ist recht zufällig. Aber ich habe keine Lust, dass jetzt irgendwie ein Wildschweinangriff passiert. Das heißt, ich drücke mal jetzt X, um die Designation Baum mich ab von den ganzen Büschen hier runterzunehmen, damit Liberty und EV und Räder reinkommen. So, und schon laufen sie rein und können sich oben um die Farmen kümmern. Und ich guck mal ganz kurz in den Schlachter rein und in dem Schlachter ist nichts mehr drin. Sehr schön. Das heißt, meine Aufteilung von den 2 Müllhaufen hat super funktioniert. So, und die beiden haben sich jeweils einen Samen geschnappt. Ich drücke mal mit V, gehe ich über ihn rüber. Und seine Aufgabe ist jetzt, Samen zu pflanzen. Und im Inventar hat er ein Caveweed Seed dabei. Das heißt, er wird gleich hier unten hingehen und da was anbauen. Ihr könnt mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Dauert jetzt ein bisschen, je nachdem wie hoch deren Skill ist. So, und das ist einfach so ein brauner Balken. Jedenfalls bei diesem Grafikpack. Jetzt schnappen sich die nächsten Caveweeds, bauen die wieder hin und so wird das immer voller. So lange, bis da irgendwann richtige Pflanzen sind und die können dann von jedem Zwerg, der den Harvest-Skill aktiviert hat, abgebaut werden. Das Wichtige ist halt nur, dass diejenigen, die ihn pflanzen, einen möglichst hohen Skill haben in Grower. Denn, ich pausiere mal ganz kurz. Denn wenn man die Pflanzen anbaut mit einem sehr geringen Skill, kommt nur eine Pflanze raus. Und zwar eine Pflanze in einem Stack. Und zwar in einem Einer-Stack. Wenn man die Pflanze dann bewegt, bewegt man sie auch in diesem Einer-Stack. Und wenn man das dann fermentiert zu Alkohol, kommt da ein Fünfer-Stack raus, der ein ganzes Fass beansprucht. So, hat man jetzt aber jemand mit einem höheren Grower-Skill, dann kommt beim einmaligen Einpflanzen ein Fünfer-Stack raus, der als ein Item zählt. Wenn man den dann zum Fermentieren gibt, kommt da 25 Alkohol raus und der passt auch in ein Fass.
Also rentiert es sich auf jeden Fall, einen hohen Grower-Skill zu haben, weil sonst hat man nachher 100 Fässer, wo nur 5 reinpassen und das nimmt tierisch viel Platz weg. So, genug geredet und pausiert, denn die Zeit ist schon wieder lange, lange um. Ich bin echt nur am Schwafeln, aber das ist halt War Fortress, da muss man sehr, sehr, sehr viel erzählen. Also bis gleich.